So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Odins 4, Hauptstadt von Titania. Gut, wir sind jetzt... Ich hoffe, die greifen uns nicht an. Hey! Are you some kind of goblin? I'll throw you into prison! Prison? Doesn't matter where I am, if I'm like this. I'm just as alone as I was in the Netherworld. Okay. Der wollte uns ins Gefängnis bringen, aber das hat er nicht getan. Between Ragnanaval and Ringford is still going. I hear many have died. They say the demon lord's daughter is dead too. The girl who worried for me. Halia. You should have taken my miserable life instead. Sag doch nicht sowas. Oh, der Händler, was geht? Ja, zeig, was du drauf hast. Vampirring, Schlemmerring, Wärmetrank, Eisamulett, 65% schneller. Nee, nichts, was ich brauchen kann. Er hat zwar gute Sachen zu verkaufen, kein Problem, aber... Ach, diese Wunderfrucht, ey, ich weiß nicht. Ich behalte die... gute Zwecke. In honor of the king's recent domestic troubles, I'm having a sale. Ah, du verkaufst also essbare Sachen. Das ist doch was. Genau dich habe ich gesucht. Flairfeuer. Ja, könnte ich mal machen. So, her damit. Genau, alles auf den Boden schmeißen, ne? Wie es für ihn gehört. Winterhorn kam. Okay, auf geht's. Nebenstraßen der Hauptstadt. Prince! Am I hearing things? Someone called me Prince. But alas, I am no Prince. I am but a beast. I am Urzer, the court magician. I am a sorcerer. I recognize the spell that has been put on you. Spells, spells, spells. All you spellcasters should be burned at the stake. Please be rational, Prince. Tis my wish to help you, but my powers alone are insufficient to the task. The king pays no attention to my words. What do you want from me? If you care so much, resign. I have no response to your harsh words. But I have an ingenious plan I thought I could share with you. Prince, do you know of Hindle, the dragon that lives atop the snow-capped mountain? Hindle? I have heard the name. They say he knows all and can see the future. A dragon that wise should know something about your curse. But to ask a dragon is a daunting task. Just meeting one is frightening. Please forget my rambling. I should not have mentioned it. No, let's go. Any hope is better than none. Even in the worst case, my hollow and empty life will come to an end. Kapitel 4, Akt 3. Winterhorn kam. So, wir müssen also einen Drachen finden. Besteige den Gipfel und befrage Hindel, das Drachenorakel, über den Fluch. Mal schauen, ob er etwas über diesen Fluch weiß. Aber er hat uns auf jeden Fall gewarnt, dass mit den Drachen es nie gut enden wird. Also nie gut auch enden kann. Aber wir können doch einen Blick riskieren und ihn mal fragen. Ich meine, nicht jeder Drache kann böse sein. Ah, diese Trolle, ey. Ich spinne einfach. Ah,
Ihr spinnt doch, Mann. Mann, das Halle. Jo. Wir bekommen nur Kohle und irgend so einen Samen. Brauche ich nicht. Das Einzige, was ich jetzt brauche, die Karte und ein paar neue Items. Oh, was haben wir da? Das sind diese Pepperonis oder wie auch immer die heißen. Anleitung für Ausgrabung. Mag zwar für Lagerfeuer in kälteren Gebieten zu Eis sein, aber es ist perfekt, um Eishöhlen zu schmelzen. Cyclone kann Lava abkühlen. Vulkan kann als Alternative zu Bomben, Sprüngen, Wänden öffnen. Das ist aber interessant. Ein Ausschnitt aus den Aufzeichnungen des zwergischen Suchtrupps. Die Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie die Überreste eines mentalischen Luftkampfschiffes entdeckt haben. Aha, da haben wir schon eine Eiswand. Haben wir Brandfalle? Jo. Ja, dann benutzen wir mal. Ey, das ist aber cool. Dass man hier auch nicht nur die Tränke einfach so für die Bosse oder für Gegner benutzen kann, sondern auch hier für bestimmte Türen oder Fallen oder sonstiges. Das ist richtig cool. Das sind noch ein paar. Diese... Ups. Boah, ich dachte schon, ich bin jetzt gestorben oder so. Du meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich nach unten gehen muss oder nicht. Ich kann es gerne versuchen, aber... Stufe 17. Okay, dann bin ich doch wohl richtig. Here we go. Wieder Trolle vermöbeln. Ah, verdammt, zu hoch. Basten sie nicht reinzukriegen. Meine Güte. Da muss ich da ein bisschen mehr austeilen. Gut. Ich bekomme ein etwas. Was ist das? Alchemiegemisch Illumini. Aha, Materie und plus und zwei Rüblis brauche ich. Okay. Das könnte ich gerne gebrauchen. Das stellen wir jetzt mal. Für den Fall, falls ich das vergesse. Kann auch alles passieren. Und... Rastzone und da unten scheint eine Truhe mit Fusionprisma zu sein. Ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt zu der Truhe hingehen. Also damit wir die Fusionprisma holen. Und dann gehe ich dann zurück zu der Rastzone. Da oben schon die Truhe. Nur Käse, nichts weiter. Ja, danke dafür. Oh, greif. Meine Fresse. Ach, verdammt. Ich bewege mich zu langsam. Scheiße.
da haben wir die Fusion Prisma. Neue Fähigkeit, Ladies and Gentlemen. Was wird das dann wohl sein? Rückwärtsklaue. Okay. Spring nach vorne zum Bildschirm, gefolgt von einem rückwärtigen Angriff. Hm. Klingt interessant. Soll ich mal gleich ausprobieren. Ne, dafür brauche ich 205 Fusionen. Aber ich habe auf jeden Fall richtig viele Talentpunkte. Großer 30% mehr Schaden, ja. Hey, damit. Bodenkampf. Ja. Gourmet. 20%, ja, das nehme ich auch. Weil EP brauche ich immer. Jo, das muss reichen. Kohle, Kohle ohne Ende. Da ist die Rückwärtsklaue. Setze ich jetzt die mal. Perfekt. Ich gehe. Hier soll ich nochmal. Ah, wieder Trolle. Ach so, das meint er mit nach vorne springen zum Bildschirmrand. Das sieht cool aus. Also diese Fähigkeit hat es in sich. Stufe 17. Oh, Miniboss. Ach du meine Güte, diese Geister-Dingsbums, weiß was ich. Haben wir schon einmal besiegt. Sollte ich jetzt keine Probleme haben, das doch nochmal zu besiegen. Aber mit was? Das ist die Wirbelsklinge und los geht's. Das war nicht nett. So kann ich ihn auf jeden Fall nicht so schnell besiegen. Ich muss etwas in ihn reinsetzen. Renn verdammt! Das tut weh, was? Das ist mein Flair vorher. Komm schon. So. Der Boss ist down. Und da sehe ich irgend so einen Gegenstand. Talisman. BTF. 31% schneller. Ich ersetze es mal durch den Saturnreif. Gehe ich mal jetzt mal zur Rastzone, weil ich muss mal kurz einkaufen. Was geht? So. Stein könnte ich mal machen. Ja. Gebietskarte, ja, bla bla bla. Dann setze ich jetzt mal diesen Kraftstein da ein. Der hat 16% Verteidigungswert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich verkaufe dir jetzt den Flinkheitsgürtel.
die Wunderfrucht verkaufe ich jetzt nicht. Ich könnte dich für verschiedene Situationen noch gebrauchen. Man kann nie wissen. Fressen wir mal etwas. Hey Dude, was geht? Maury's Touring Restaurant. I'm so glad there's a customer. Now then. Ja, machen wir den Pfannkuchen. Very well. Jawohl, Stufenaufstieg. Is there anything else? Ja, mach mir noch einen. Very well. Geht doch. Will that be all? Ja. Ja, ich erwarte dich auch. Sozusagen. Also, dass er mir dann weiterkocht. Da ist noch wieder diese Wunderfrucht. Die Karte scheint nicht so groß zu sein. Da ist auch schon der Boss. Ich schlage mal vor, ich gehe jetzt wieder diese Wunderfrucht holen. Noch eine. Und dann gucke ich mal, wie ich das im nächsten Part dann mit den anderen Gebieten kriegen kann. So, Kampfzone. Here we go. Ey, haben die nicht keine anderen Gegner? Die sind einfach zu leicht. So zu leicht, um die zu besiegen. Mehr gibt es da nicht, oder was? Das ist aber richtig lame. Wieder eine Wand. So, haben wir nicht. Aber Gott sei Dank habe ich richtig viele Pepperonis. Damit können wir jetzt die Wand durchbrechen. Okay, Leute. Here we go. Stufe 21. Alles oder nichts. Von diesen Missgeburten, meine Güte. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber die. Lame. Das war nicht mehr von dir. Ugh.
Mann! Na gut, wenn ihr jetzt nicht anders haben wollt. Nochmal, verdammt! Down, aber der andere lebt. Boah, Junge, geht's noch? Der geht ab. Der geht aber sowas von ab. Einfach nicht auf. Komm nur näher. Ja, sterb einfach, verdammt. So, ich habe da Vulkan bekommen. Mal schauen, wie ihm das gefällt. Jawohl. Zwei Boss auf einmal besiegt. Nice. Ja, jetzt bekommen wir wieder diese Wunderfrucht. Wie gesagt, sie dient höchstwahrscheinlich als Heilung da. Nehme ich mal an. Versuchen wir die jetzt mal zu probieren. Vielleicht gibt sie uns irgendetwas Besonderes, wenn wir die essen. Naja, das war ein Versuch wert, weil ich musste wissen, was das ist. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle jetzt einen Cut. Und im nächsten Part sehen wir dann weiter, wie wir dann durch diese Map weitergehen. Bleibt dran!